Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe ja schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ich dieses ganze Photovoltaik-Solar-Thema sehr interessant finde und bei uns kommt ja auf jeden Fall auch noch eine große Anlage aufs Dach. Beim Bau haben wir das noch nicht direkt mitgemacht, aber es ist alles vorbereitet und dieses Jahr schaffen wir es nicht mehr, aber nächstes Jahr wird das auf jeden Fall umgesetzt. Freue ich mich schon drauf. Dennoch hat sich jetzt eine ganz coole Gelegenheit ergeben, die ich mir auf jeden Fall anschauen möchte. Enka hat nämlich gefragt, ey, willst du dir mal unser Enka Solix Balkonkraftwerk mit eigenem Speicher anschauen? Und ja, da habe ich mir gedacht, das ist interessant, ich finde es cool, das machen wir auf jeden Fall. Und ja, wir werden alles testen, uns das genau anschauen, aufbauen, was bringt das und so weiter. Schauen wir uns alles an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Spedition hat gerade geliefert. Das ganze Set besteht aus insgesamt 5 Paketen, wobei hier unten die Solarbank schon vor 2-3 Tagen mit dem Paketdienst kam. Da war ich auch sehr neugierig und habe direkt schon mal reingeguckt. Aber ansonsten haben wir jetzt hier die beiden Solarpaneele, dann natürlich den ganzen Befestigungskram. Kann man ja für verschiedene Montagearten anpassen, das gucken wir uns alles an. Und in dem kleinen Paket hier unten, da wird dann noch der Mikrowechselrichter drin sein. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal hier mit dem Unboxing an. Da ist das gute Stück, der Mikrowechselrichter. Auf jeden Fall schon mal ziemlich kompakt und vor allem flach. Der hat 800 Watt, ist in Deutschland allerdings auf 600 Watt erstmal begrenzt. Das hängt mit den gesetzlichen Regularien für Balkonkraftwerke zusammen. Wenn das aber irgendwann mal ein bisschen gelockert wird, angepasst wird, was durchaus sein kann, dann könnt ihr mit dem Update die vollen 800 Watt nutzen und somit geht dann eben noch ein bisschen mehr durch, was ja auf jeden Fall schon mal gut ist. Dann gab es hier natürlich auch noch die Anleitung dazu, gucken wir gleich mal rein. Und wir haben hier auch schon das 5 Meter Kabel, um das ganze Ding dann eben hier an eine normale Steckdose anzuschließen. Dann schon mal ein schneller Blick auf die Solarbank, also den Akku. Das Teil hat eine Kapazität von 1600 Wattstunden, ist also schon mal ein bisschen was. Ich bin gespannt, wie lange man in der Praxis mit den typischen Verbrauchern so an einem Abend damit hinkommt. Also angenommen, die Batterie ist zu 100% voll, wenn man einfach nur Licht, Fernseher, vielleicht mal kurz den Backofen oder den Herd, was man halt abends so verwendet, PC, keine Ahnung was. Ja, wie lange wird man wohl ungefähr damit auskommen? Klar ist aber auch, dass 1,6 Kilowattstunden natürlich jetzt nicht so die Welt sind, dass man da bedenkenlos alles mitmachen kann. Nochmal kurz die Waschmaschine anstellen oder irgendwas, dann ist das Ding natürlich ruckzuck leer. Aber ich bin mal gespannt. Wenn man möchte, könnte man auch zwei dieser Akkus verwenden, um auf entsprechend 3,2 Kilowattstunden zu kommen. Ist aber die Frage, ob sich das lohnt, denn der Akku ist mit Abstand der teuerste Bestandteil von so einem Balkonkraftwerk. Muss man also schauen, aber theoretisch geht es zumindest. Das Ding wiegt übrigens über 20 Kilo, also schon ordentlich. Ja, schickes Design, wie ich finde. Laut Enka kompatibel mit allen gängigen Balkonkraftwerken, also es muss nicht von Enka selbst sein. Ja, schon mal alles ziemlich cool. Wir werden es ausprobieren. So, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Ich habe von der Montage jetzt nichts weiter gefilmt, weil ich mir das erstmal in Ruhe anschauen wollte, aber es ging eigentlich ziemlich fix, also ich glaube so eine halbe Stunde. Und das, obwohl ich ja erstmal noch hier das ganze Material einmal auspacken musste und dann erstmal schauen musste, was gehört wohin und so weiter. Ein paar Mal in die Anleitung geguckt, aber es ist wirklich alles sehr, sehr simpel. Den Wechselrichter habe ich da seitlich auch schon reingeschraubt und ja, jetzt mache ich hier das zweite Panel noch fertig. Dann können wir die im Prinzip direkt schon aufstellen. Wie vermutet, wenn man einmal weiß, wie es geht, dann ist es im Handumdrehen erledigt. Ich habe gerade extra mal die Uhrzeit von der anderen Aufnahme gecheckt und es hat ganze 12 Minuten gedauert, jetzt hier das zweite Panel zusammenzubauen. Also das geht wirklich, wirklich fix. Wir haben die Anlage jetzt rausgetragen. Im Grunde muss alles nur noch verkabelt werden. Dann können wir gleich den ersten Strom erzeugen, würde ich sagen. Die Position ist natürlich nicht endgültig, das ist jetzt eher fürs Video. Das Problem ist halt einfach mit dem 5 Meter Verlängerungskabel, kann ich nicht wirklich weiter in den Garten und später soll das Balkonkraftwerk auf die Garage. Wenn ich das da jetzt aber schon hinstelle, dann seht ihr die komplette Nachbarschaft und das geht so fürs Video auch nicht, also belassen wir es erstmal hierbei. Wenn man die Solarbank nicht hätte, dann müsste man tatsächlich einfach nur die Paneele an den Wechselrichter anschließen, ne, plus und minus zweimal. Und dann hier oben, das habe ich da schon mal rübergelegt, da kommt dann das Verlängerungskabel für den Schuko-Stecker dran und schon läuft das ganze Ding. Wenn man jetzt hier allerdings die Solarbank hat, dann muss man es ein bisschen anders machen. Dann kommen nämlich erstmal hier diese beiden Kabel
die sich hier aufteilen auf, ja, auch wieder im Grunde Plus und Minus, die kommen in den Wechselrichter und dann werden die Module direkt an die Solarbank angeschlossen. Das heißt, die wird sozusagen dazwischen gesteckt und deswegen ist das Ganze auch mit 99% aller Balkonkraftwerke kompatibel, selbst wenn die nicht von Anker sind. Nachdem man alles zusammengestöpselt hat, tauchen Wechselrichter und Speicher direkt in der App auf und man muss die einfach nur kurz einrichten, benennen, WLAN-Verbindung herstellen und dann kommt man auch schon zu dieser schicken Übersicht hier. Das Anschließen an sich war wirklich super einfach, genau wie ich mir das vorgestellt hatte. Allerdings gab es dann doch hier ein Problemchen auf Seiten des Wechselrichters. Auf jeden Fall ist es so, dass hier ein kleiner Produktionsfehler vorlag. Das ist noch eine sehr frühe Variante des Wechselrichters, muss man dazu sagen. Ich schicke das auch zu Anker, die werden das testen, was da los ist. Ich habe schon Ersatz bekommen, das ist jetzt hier der Ersatz und da ist auch alles in Ordnung. Aber ganz kurz gesagt, dieser Stecker, wenn ich das jetzt hier aufschrauben würde, hat er eine Beschriftung, ganz normal für Phase, Nullleiter und Erdung. Und das war auch richtig angeschlossen, aber die Beschriftung war falsch. Das heißt, wenn man dann hingeht und steckt das hier ineinander mit dem Verlängerungskabel, dann hat hier die Erde Kontakt mit der Phase gehabt und nicht die Erde Kontakt mit der Erde. Und ja, dadurch ist mir immer sofort der FI-Schutzschalter rausgeflogen und dann macht das Ganze doch recht wenig Spaß. Auf jeden Fall habe ich das Problem dann erstmal selber gelöst. Die Anlage ist schon ein paar Tage in Betrieb. Ich wollte euch das hier nur nochmal zeigen. Das ist jetzt der neue Wechselrichter und da passt auch alles. Also das ist ein sogenannter WLAN-Stecker. Im Endeffekt ein ganz normales Kabel, 3x1,5. Aber dieser Stecker ist halt dafür da, dass man das Ganze wirklich nur in eine Richtung zusammenstecken kann. Wir schauen uns den Stecker mal im Detail an. Hier drin gibt es im Grunde vier Elemente, die dafür sorgen, dass die Ausrichtung korrekt ist. Einmal außenrum diese Nöpsel, wo hier dann entsprechende Aussparungen sind. Das ist im Dreieck angeordnet, aber mit unterschiedlichen Abständen. Und dann haben wir hier von diesem mittleren Hubbel eine kleine Verbindung, also einen Steg zu einem der Pole. Und auch hier auf der Seite wieder die entsprechende Aussparung. Und im Grunde ist alles, was man jetzt machen muss, dass man halt guckt, okay, wohin geht dieser Steg? In dem Fall jetzt hier nach oben und hier auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt so halte, dann passt es da auch. Und dann stecken wir das einfach hier ineinander, ja, schön wirklich zusammendrücken, dass das richtig sitzt und dann kann man das ganz leicht hier zuschrauben. Ihr habt schon gesehen, auch das Zusammendrücken ging ja super leicht, das Zuschrauben braucht auch keinen großen Kraftaufwand. So, könnt ihr das wirklich schön verschrauben, dann ist das ja, wasserdicht. Und so muss es funktionieren. Also wenn es irgendwie schwergängig ist, dann guckt es euch nochmal genau an, ob wirklich alles richtig sitzt, alles richtig ineinander greift und so weiter. Und ja, jetzt ist das angeschlossen. Ich habe das hier auch nochmal überprüft, also einmal durchgemessen. Und bei diesem Wechselrichter und Verlängerungskabel, da ist jetzt alles korrekt. Hätte ich das so geliefert bekommen, hätte alles auf Anhieb funktioniert. Und ja, ich denke mal oder hoffe mal, dass natürlich bei allen Kunden das auch wirklich genauso ankommt. Die Paneele sind, soweit ich weiß, aktuell das Beste, was man kriegen kann. Erstmal natürlich Full Black, das sieht schon mal sehr gut aus, schwarzer Rahmen und eine schwarze Modulfläche. Dann haben wir hier sogenannte IBC-Zellen, die haben einen extrem hohen Wirkungsgrad von bis zu 25%. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, üblich sind eher so 22. Und dann haben wir auch sehr hohe Leistungsgarantien. Also erstmal 15 Jahre Herstellergarantie, auch schon definitiv gut. Und 30 Jahre Leistungsgarantie, dass die eben ja, nach 30 Jahren noch mehr als 88% ihrer ursprünglichen Kapazität sozusagen erbringen können. Die haben 445 Watt pro Modul, 890 also insgesamt, bisschen größer als der Wechselrichter ausgelegt ist. Das ist wirklich eine sehr gute Sache. Die sind dadurch auch ein bisschen teurer, das muss man auf jeden Fall sagen. Muss man dann für sich abwägen, ob einem das mehr Geld oder den Aufpreis wert ist. Aber wie gesagt, also modulmäßig wirklich hundertprozentig. Die App ist bei solchen Produkten ja gerne mal der Knackpunkt, aber da muss ich sagen, das hat Anker gut umgesetzt. Erstmal ist alles sehr schick gestaltet, übersichtlich, intuitiv, ja, nicht zu überladen oder irgendwie alles super versteckt, keine Ahnung. Man findet sich gut zurecht und ja, man sieht schön hier oben, was kommt vom Dach, was ist im Speicher drin oder wie viel kommt gerade aus dem Speicher, was geht ins Haus. Das ist hier die sogenannte Familienladung, die kann man einstellen. Man kann auch sagen, ey, erstmal 0 Watt. Bis der Speicher voll ist und erst dann ins Haus. Man kann Zeitpläne erstellen. Alles wirklich gut. Einziger Kritikpunkt, manchmal wird diese Einstellung nicht richtig übernommen. Und ja, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also da sind noch so ein bis zwei Bugfixes vielleicht nötig. Aber ist eher eine Kleinigkeit, ganz ehrlich. Insgesamt eine sehr, sehr gute App.
Das ist jetzt der finale Aufstellort oben auf meiner Garage. Die Paneele stehen hintereinander, weil sie somit noch ein bisschen mehr Sonne mitkriegen. Wenn ich sie nebeneinander stelle, dann wäre das linke Paneel ab frühem Nachmittag ungefähr, also 15 Uhr oder so, vom Haus langsam verschattet und so hintereinander. Ja, so bis, ich würde mal sagen, bis 17 Uhr ungefähr ist da auf jeden Fall Sonne drauf, vielleicht auch 17.30 Uhr. Und das lohnt sich wirklich gut. Das steht da jetzt seit 3 Tagen. 2 davon waren wirklich sehr sonnig. Da haben wir pro Tag ziemlich genau 4 Kilowattstunden generiert. Speicher also erstmal vollgeladen, dann ordentlich was ins Haus gepackt. Und den Speicher mit 1,6 Kilowattstunden konnte ich dann abends noch nutzen. Sehr, sehr geil. Und heute zum Beispiel, da war es ein bisschen bewölkter, ein bisschen weniger Sonne, aber immerhin 3 Kilowattstunden sind trotzdem noch zusammengekommen. Da ich zum Befestigen nicht durch die Teerpappe bohren wollte, habe ich mir hier einfach 2 Stangen zwischengeschraubt. Die Löcher sind in der Halterung schon da gewesen, wegen den verschiedenen Aufstellwinkeln. Und somit konnte ich die da einfach festschrauben, hatte einen guten Abstand für meine dicken Gartenplatten. Und ja, also die Paneele gehen durch Wind und Wetter auf jeden Fall nirgends hin. Ich habe auch den Winkel nochmal abgeändert. Am Anfang hatte ich ja einfach mal so 40 Grad gemacht, ohne mich zu informieren. Jetzt habe ich mich ein bisschen informiert und habe es auf 30 Grad geändert, weil das eben noch ein bisschen effizienter ist. Und damit sind wir jetzt auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn wir es nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ich bin sehr zufrieden mit der Anlage. Mal abgesehen von diesen Startschwierigkeiten mit dem Stecker. Das hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Enka wird es untersuchen. Ich hoffe, es tritt bei keinem Kunden so auf. Das sollte natürlich nicht passieren, ist klar. Aber wenn wir das mal ausklammern, die Anlage läuft jetzt seit ungefähr 2 Wochen. Es gab keine Probleme mehr. Es ist wirklich super zuverlässig, einwandfrei. Wir haben schon einige Euro Strom generiert oder gespart, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und ich bin natürlich gespannt, wie das auf lange Sicht dann jetzt so läuft. Wochen, Monate, Jahre. Die Lebensdauer ist ja doch ziemlich lang voraussichtlich und dementsprechend gucken wir einfach mal. Ich kann euch gerne an anderer Stelle in einem anderen Video dann nochmal auf den neuesten Stand bringen. Ja, kurz zusammengefasst, sehr hochwertige Anlage, Top-Module, gute Garantien. Die App ist super an sich, also ist sehr übersichtlich, schön gemacht. Braucht noch so 1-2 Bugfixes, aber dann ist das, denke ich, top. Da gibt es dann nicht mehr viel zu kritisieren. Und was ich auch sehr gut fand, sind die Halterungen. Sind einfach hochwertig, stabil, viele Verstellmöglichkeiten. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Falls euch das Ganze weiter interessiert, ich habe es euch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und am 10. und 11. Oktober sind die Amazon Prime Days. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Aber auch jetzt vorab gibt es schon Rabatte. Ihr könnt bei diesem Bundle aus Module, Halterung und Speicher bis zu 590 Euro sparen. Das lohnt sich, denke ich, mal gut. Und auch, wie gesagt, vorab. Also das geht jetzt im Grunde schon los. Klickt direkt mal auf den Link, schaut mal rein, ob es vielleicht was für euch ist. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende, wie gesagt, angekommen. Ich verabschiede mich. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.